Ja, seitdem vertraue ich da nicht mehr. Ich sehe aus wie eine Oma. Hallo, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Diesmal mal eine bisschen andere Perspektive. Ja, ich bin gerade aufgestanden. Ich glaube, man kann es gar nicht erkennen oder so, was ich anhabe, wie meine Haare sind, ne? Ist schlimm. Ja, auf jeden Fall, heute ist Samstag und ich dachte mir, ich mache halt einfach mal so einen Chill-Saturday-Vlog. Und ja, ich würde sagen, wenn euch das Video gefällt, lasst einfach mal einen Daumen hoch da. Drückt die Glocke und abonniert mich. Let's go! Okay, ich sag jetzt so, also mein Plan für heute ist halt so, wir räumen mein Zimmer auf, dann ich muss mich fertig machen. Nein, ich mache meine Haare, dann räume ich mein Zimmer auf, dann schminke ich mich und dann wir gehen shoppen. Ich war schon so lange nicht mehr. Ich freue mich und ja, ich glaube, das wird ganz cool. Ja. Okay, falls ihr euch jetzt fragt, so, ja, wieso machen wir erst die Haare, dann machen wir Räume auf und dann schminken wir uns, weil ich will die mit meiner Föhnbürste so machen und dann so mit den Lockenwicklern und die Lockenwickler brauchen länger, bis sie trocknen. Ja, ich glaube aber trotzdem muss ich erst meinen Schminktisch aufräumen, weil it looks very messy. Ich weiß schon, eine Sache, die ich mir auf jeden Fall kaufen muss, heute, einen neuen Spiegel, weil meiner ist kaputt gegangen und ich habe den gerade hier auf so einem Handyhalter. Ja, und das sieht nicht schön aus, deswegen ich brauche auf jeden Fall einen neuen Spiegel. Wisst ihr, was mir gerade auffällt? Ich muss unbedingt mal meinen Schminktisch putzen, weil ich putze immer so diese erste Fläche, also da, wo ich alles draufstehe, aber diese Regale, die sind eklig. An sich brauche ich einfach mal einen neuen Schminktisch, weil ihr wisst nicht, wie klein meiner eigentlich ist. Er ist ungefähr, wenn ich meine Arme so mache, so groß ist er. Und das ist nicht so, weil ich habe relativ viele Sachen und ich brauche Platz dafür, wenn ihr wisst, was ich meine. Und ich habe absolut nicht genug Platz dafür. Und ja, das ist alles ein bisschen schwierig, weil ich alles so aufeinander stellen muss. Das ist nicht schön. Leute, ne? Ich wollte gerade so, während ich aufräume, Musik anmachen. Und ich so, ja, Alexa, mach das. Dann ist mir aufgefallen, ich habe meine Alexa weggestellt. Wisst ihr, wieso? Ich habe ihr mal so gesagt, ja, Alexa, spiele, keine Ahnung, irgendein Lied. Und dann sie hat so angefangen, das zu spielen. Und dann sie hat aufgehört. Und dann sage ich, ja, Alexa, spiel das. Dann spielt sie was komplett anderes. Dann auf einmal, sie geht komplett aus. Und dann, ich hatte so Angst, ne? Dann hat die auf einmal so ein Hörspiel gespielt. Und dann waren da irgendwelche Stimmen. Ich hatte halt einen Herzinfarkt. Ich war alleine zu Hause, okay? Leute, ihr wisst nicht. Ich bin eh schon so, wenn ich alleine zu Hause bin, ich habe Angst. Fragt nicht, wieso, aber ich überlebe das nicht, gefühlt. Und dann, auf einmal, die fängt an, irgendwas zu labern. Ich hatte so Angst und dann habe ich sie rausgeschmissen. Kabel raus und weg damit. Ich hatte so Angst. Ja, seitdem vertraue ich da nicht mehr. Ich könnte den Pony schneiden. Sieht das komisch aus? Ja, tut's. Eine Minute, 37 Sekunden später. Also Leute, ich habe jetzt gerade Zähne putzen und habe mein Gesicht noch ein bisschen mit Zellenwasser sauber gemacht. Und Leute, ihr wisst nicht, ne? Ich habe hier gerade, ich hatte so einen Pickel, es war so schlimm, ne? Er hat so weh getan. Ich habe den nie gesehen. Ich dachte mir nur so, aua, ja, meine Nase tut ein bisschen weh. Und auf einmal, ich mache so mein Gesicht sauber mit sowas. Ich mache so hier so und ich denke mir so, was ist das, Leute? Gott, der ist so groß gefühlt. Ich kann nicht mehr. Ich habe jetzt hier meine Pickelpflaster draufgeklebt. Es wird eh nicht besser, ne? Aber ich war halt beim Heulen. Wir machen jetzt meine Haare mal auf. Oh, mein Einhornspangel, ganz toll. Und dann packe ich da meine Lockenwickler rein. Aus wie eine Oma. Was ist das, Leute? Ich kann nicht mehr. Ich mach das jetzt auf.
Ich sag's euch, es sieht so schlimm aus hier. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Sind total schlimm. Seht ihr das? Was ist denn das? Ich sehe aus wie eine Oma. Ich habe einen Pickel, der tut so weh, ne? Weil immer wenn ich da auch hinkomme, keine Ahnung was. Und ich weiß nicht, was ich anziehen soll. Aber wir müssen jetzt super, super positiv einfach alles sehen. Alles. Haare. Hey, das wird noch. Oh Gott, ihr könnt mir nicht erzählen, dass das nicht komisch aussieht. Oh. Oh, wartet mal. Oh, so schlecht sieht das gar nicht aus. Haarspray, bevor es rausgeht. Okay, guckt, ich habe gesagt, wir müssen positiv denken und dann wird's. Seht ihr das? Wie? Okay, ich habe jetzt nicht dran gedacht, dass ich mich noch umziehen muss. Deswegen muss ich das dann ganz vorsichtig machen, aber ich habe einen Plan, was ich auf jeden Fall anziehe. Und zwar, warte, ich will unbedingt diese Brille anziehen. Ich habe mir die bestellt, diese Sonnenbrille. Und sie sieht mega aus. Ich mache mich jetzt fertig. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall gleich wieder, wenn ich komplett fertig bin. Ich hoffe, die Haare halten. Ich hoffe es so sehr. So Leute, ich bin jetzt fertig. Ich habe jetzt die Sonnenbrille weggelassen. Meine Haare einfach nur hier so hinter gemacht. Das Outfit, das Top ist ziemlich kurz, aber ich zeige es jetzt einfach mal. So. Und ich liebe es. Die Locken sind rausgegangen, aber ich finde es so eigentlich auch ganz süß. Und ja, ich hoffe, ich kann so gehen. Weil es ist schon ziemlich kurz, aber egal. Also Leute, wir sind jetzt da. Ein bisschen unangenehm hier gerade zu filmen und zu reden, aber wir sind erfolgreich und ja, wohin gehen wir denn auf DM? Mein Auto ist auf jeden Fall zu kurz, habe ich heute bemerkt. Ich habe mir einen Gürtel gekauft, weil... So Leute, ja, ich habe mich dazu entschieden, jetzt einfach mal hier an. Der Hund muss raus, war zu kurz. Ja, ich mache jetzt einfach mal ein Mini-Haul, was ich alles gekauft habe. Fangen wir an mit Schnellheftern, einfach für die Schule. Und so, ein pinken, ein gelben, ein blauen. Ich wusste nicht genau, welche Farben wir brauchen, deswegen, ups. Dann habe ich mir eine super tolle Sonnenbrille gekauft. Marlena, falls du es hier siehst, ich habe sie nachgekauft, weil es ist cool. Ich fühle die. Die hat was. Sie sieht zwar so voll komisch aus, weil wegen den Klammern jetzt, aber die kann man cool rocken. Dann habe ich für die Schule ein kleines Haarspray mitgenommen. Das mache ich dann so, aber ich habe in der Schule immer eine Bürste dabei, da mache ich es so drauf. Und dann, wenn ich die glättete Haare oder so habe, mache ich es einfach. Ja, ihr wisst, was ich meine. Dann habe ich mir diesen frische Wunder Trockenshampoo-Schaum gekauft, weil das soll voll gut sein. Ich habe es auf TikTok gesehen. Ich werde es auf jeden Fall heute Abend testen, weil ich habe sehr fettige Haare. Dann habe ich mir hier diesen Rosenquarz-Gesichtsroller geholt. Der soll auch voll gut sein. Ich habe das übrigens alles bei Stella gesehen. Das ist der Privataccount. Ich glaube, so heißt sie. Ich feiere sie voll. Dann habe ich von Catrice diesen Cream Blush. Warte. So sieht der aus. Gefunden. Ich wollte den ausprobieren, aber ich
habe viel zu wenig benutzt, deswegen ist auch schon dieses Fingerdings drin. Ich muss die Folie da irgendwie wegmachen. Also so sieht der aus, einfach Cream Blush. Und wenn man den dann auf so Pinsel oder auf die Hand tut, dann wird es zu Puder. So habe ich es verstanden. Ich werde es mal ausprobieren, wenn wir oben sind, weil... Ja, dann habe ich... Ups. Bei Zara einfach so ein Top mitgenommen. Ich habe das gleiche schon in schwarz. Das ist, oh, das sieht man gerade nicht. Das ist grau. Ja, ist basic. Einfach ein Top. Ich weiß nicht, man sieht die Farbe nicht. Aber das ist schwarz und das ist grau. Ja, jetzt sieht man es. Ich mache in letzter Zeit voll viele Bilder so auf Leinwänden und so mit entweder Acrylfarbe oder so Markern. Und ich habe auf Pinterest so ein Bild gesehen. Ich lasse mich hier einblenden. Und es sind so, also ihr seht ja selber so viele Herzen und ich habe mir da jetzt einfach auch Sprühfarben gekauft. Ich dachte irgendwie, es wäre teurer, aber die haben irgendwie nur 5 Euro gekostet, also nur. Ja, ich habe mir da einmal Türkis, Rosa und Pink geholt und ich werde es auf jeden Fall ausprobieren. Wir probieren den Blush jetzt aus, ich habe Lust, den auszuprobieren. Okay. Oh mein Gott, und einen Spiegel habe ich mir geholt, Leute. Fast vergessen zu sagen. Den hier von DM. Der ist voll cool. Ich wollte mir eh einen holen und jetzt habe ich ihn. Ja, der ist ganz hübsch. Der ist einfach durchsichtig. Ja, normal. Hier ist halt das Licht im Wohnzimmer so unglaublich schlecht. Ihr wisst es nicht. Aber ja, ihr macht es mal drauf. Oh Gott, das tut voll weh, da so reinzugehen. Aber seht ihr, das ist auch schon. Also egal. Ich mach so und dann. Oh Gott. Okay. Jetzt muss ich mit einem Pinsel machen. Aber ist ganz süß, die Farbe. Ich kann es halt jetzt nicht so verblenden. Ja. Ich find's süß. Das ist der hier. Hier. Ist in der neuen Catrice Dings. Keine Ahnung, wie es heißt. Ich glaube, ich ziehe mir jetzt erstmal was Chilliges an, weil diese Hose ist absolut nicht chillig, Leute. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Leute, ich habe mich jetzt noch nicht umgezogen. Also, ich habe mich umgezogen. Ich habe mir einfach eine Jogginghose angezogen. Und, warte, ich muss die Kamera anstellen. Jetzt. Oh Gott, ich habe meine Sachen doch nicht mit hochgenommen. Beziehungsweise, doch, ich habe sie mit hochgenommen. Sie stehen immer in meinem Zimmer. Auf jeden Fall, ich mache mir jetzt noch meine Haare. Ich ziehe die Kette aus. Und ich muss mich ein bisschen beeilen, weil ich wollte DSDS noch schauen. Ich habe voll vergessen, wann kommt das? 19.05 Uhr oder 20.15 Uhr? Ich glaube 20.15 Uhr. Ich mache mir kurz einen Messi-Bahn, warte. Ja, egal. So passt es jetzt. Was ist das? Das sieht aus wie eine Palme. Ja, ich räume es auf jeden Fall auf, aber dann nehme ich euch mit. Okay, ich würde sagen, wir fangen an, indem wir den Müll erstmal von meinem Schminktisch komplett wegräumen, weil da ist so viel Müll drauf, ne? Man sieht es nicht. Hier 50.000 Watt Stäbchen und ja, es sieht einfach schlimm aus. Okay, weg damit. Das räume ich jetzt einfach schnell auf. Okay, ich habe jetzt aufgeräumt. Sehr clean, das Babypuder, das bleibt da. Und ja, jetzt make me mein Bett. Wow. Was liegt hier? Twix. Ganz toll. Und das Top hänge ich gleich noch auf. Okay, mein Bett sieht jetzt auch pretty gut aus. Ja, und das Zimmer ist jetzt clean. Wow, da liegt eine Hose und ein Top. Aber das räume ich gleich weg. Hier muss ich nur die Schnellhälfte einfach so hinlegen, Schubladen zu. Die Hose kommt mal hier hin. Und mein Tisch. So. Und die tolle Pflanze hier drauf. Wow. Ich nehme auf die Heizung aus. Meine Tasche hänge ich wieder hier hin. Und ich mache hier zu. So Leute, ich habe jetzt Chips hier rein.
Balsamico-Chips, weil die sind geil, okay? Die sind toll. Und weil ich nicht so krassen Hunger habe, heute mal nur so kleines Sushi, weil ich habe echt nicht so großen Hunger. Ich weiß nicht, ich wollte noch irgendwas sagen. Ach ja, genau, ich habe jetzt vergessen, den Spiegel noch hochzustellen, den ich gekauft habe. Aber das mache ich dann einfach später, weil ich muss mich noch abschminken. Das habe ich vergessen. Ich habe keine Lust. Ich hasse es, mich abzuschminken. Vor allem, ich habe ja die schwarze Skyhead-Mascara, die so noch dunkler sein soll irgendwie anscheinend, als die andere. Ich sehe da keinen großen Unterschied. Aber ich habe das Gefühl, dass die viel fester ist, also schwieriger abgeht. Und deswegen, die ist wie wasserfeste Mascara, ist aber nicht wasserfest. Und das ist halt immer, ich hab da keinen Bock, dich mir abzuschminken, aber dafür halten die halt mega gut, ne? Also meine Wimpern. Und ja, jetzt muss ich warten, bis meine Mutter fertig ist. Keine Ahnung, ich mache jetzt ein bisschen Story. Zwei Stunden später. So Leute, es ist jetzt 11 oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich bin so müde, ne? Es war ein bisschen langweilig, finde ich. I don't know. Warte, ich schaue schon wieder nicht in die Kamera. Jetzt. Ja, auf jeden Fall, ich werde jetzt schlafen gehen, weil ich bin verdammt müde. Ihr glaubt es nicht. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Drückt die Glocke und abonniert meinen Kanal. Auf jeden Fall. Adios. Amigos.